Moin Moin und willkommen zurück zum Let's Play von The Avengers in der Story-Kampagne. Und die Chimera ist wieder flugtüchtig. Wir befinden uns wieder in der Luft. Tony Stark hat es hinbekommen. Die Rotoren laufen. Und Black Widow hat es auch an Bord geschafft. Und ja, somit ist das Team wieder um eine Person gewachsen. Wir haben Kamala rausgeholt als Meisterinfiltratorin hier. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Avengers-Folge. Und wir haben ja auch noch ein paar Inhumans mit an Bord, die auch helfen, hier noch ein bisschen aufzuräumen. Interessant. Noch ein Stück? Noch ein Stück, ja, mach mal. So, wir können uns hier auf jeden Fall ein bisschen umsehen. Verstanden. Hauptziel ist, zur Brücke zu kommen, aber ich guck mal, ob wir auch mit Black Widow... Dann mal zurück aufs Kommandodeck. Jo, ob wir mit Black Widow hier auch noch ein paar Leute anquatschen können. Alter, das ist ja richtig voll hier. Ja, einige haben auch ein Zeichen über dem Kopf. Sehen wir uns auch noch mal ein wenig um. Eine Kiste, toll. So. Du schaffst das schon. Ich versuch's. Es ist schwer, sich nicht hilflos zu fühlen. Wir müssen AIM heimzahlen, was sie getan haben. Das werden wir. Versprochen. Das. Gut. Ich bin kampfbereit. Sag nur, wann. Also auch einen richtig schicken Hut auf, ey. Sieht man richtig, wie kampfbereit du bist. Kamala kümmert sich hier natürlich um die Neuankömmlinge. Sehen Sie sich meine Worte an. Wieso ist... Was willst du denn hier bei uns auf dem Schiff? Roy ist jetzt auch hier auf der Chimera? Na, hier ist meine Akte. Monikas Labor? Hier? Auf dem Schiff? Wieso finde ich denn hier eine Akte von Monika? So, gucken wir doch mal rein. Monikas Labor, das waren ja meistens immer Dateien, die man auch anhören konnte. Wenn man sich hier mal ein bisschen durchklickt, Comics, Informationen, Monikas Labor war hier. Weiß natürlich nicht, Hinweis für Mitarbeiter kenne ich schon. Das ging auch. Private Forschungsdaten. Neue Daten. Das ist es doch, das ist neu. Ich vermeide Rauschzustände. Soziale Events erfordern es manchmal, dass ich eine Show abziehe. Aber ich gebe ungern die Kontrolle auf, ohne dafür etwas zu bekommen. Das ist mir heute Abend alles egal. Ich habe soeben den Abschlussbericht der Archäologie-Teams erhalten. Jeder geografische Ort mit Bezug zur Herkunft der Inhumans weist dieselben Hinweise auf. Definitiv außerirdisch. Das ändert die Sachlage. Wenn Sie schon einmal hier waren... Ich habe eine Flasche geöffnet, die Türen verriegelt und das Sicherheitssystem lange genug blind gemacht, um einen Abend lang im Vergessenen zu versinken. Das habe ich mir verdient. Ich bin so einsam. Ich brauche keinen Gefährten. Das wäre banal und armselig. Was ich brauche, kann ich nicht haben. Jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Ich bin es leid, das alles allein zu machen. Eigentlich brauche ich nur andere, die wie ich sind. Ich nehme es niemandem übel, wenn er sich dem verweigert, was AIM tun muss. Nicht jeder kann erkennen, was kommt. Wenn sie verstehen würden, was ich tue und warum, dann würden sie versuchen, mich anzubeten. Aber nein. Man muss sie zur Erlösung zwingen, während sie um sich schlagen und schreien. Ich akzeptiere das. Okay. Die Monika fühlt sich ein wenig einsam. Mhm, interessant. Ja, da hat sie aber recht, dass die Inhumans ja außerirdische Ursprung sind. Also das, was die Menschen umwandelt. Dieser Kristall und sowas. Normalerweise war es in den Comics auch so und auch bei der S.H.I.E.L.D.-Serie, dass das alte Kree-Technologie war. Weil die Kree haben früher auch viele, viele Schlachten und Kriege geführt und die brauchten dafür auch Soldaten. Und die sind dann vor Ewigkeiten mal auf der Erde gewesen und haben die Menschen umgewandelt in Inhumans und haben sie dann für sich im Krieg kämpfen lassen. So war das. Und hier ist es ja jetzt durch einen Unfall passiert, durch diesen Kristall. Aber ich denke mal, der Kristall hat dann auch irgendwie Kree-Technologie drin gehabt. Soundcheck. 1, 2, 3, sind wir drauf? Okay? Okay. Moment. Aufregung liegt über New Jersey und dem Heroes Park, während der Countdown bis zum AIM-Erlebnis läuft. Geschäftsführer Dr. George Tarleton hat eine revolutionäre Ankündigung versprochen. Aha. Das Unternehmen wird seine neuesten Technologien vorstellen, einschließlich seiner topmodernen Adaptoid-KI.
Auch nach 5 Jahren gibt AIM Vollgas. Als jemand, der über das Zeitalter der Helden mit seinen Hoffnungen und Erwartungen berichtet hat, muss ich anmerken, dass das Gefühl heute ähnlich ist. Nur noch inspirierender, weil hier gewöhnlicher menschlicher Einfallsreichtum die technologische Renaissance einläutet, die unser Leben verändern wird. Unfassbar, dass die Nation vor 5 Jahren um eine ihrer strahlenden Städte getrauert hat. Wir sind weit gekommen und es ist aufregend, heute zu leben. Er will seine Adaptoids, oder wie die heißen, dann nochmal vorstellen. Na toll. Nochmal danke für... Alles? Naja, alles. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst, Kamala. Na dann. Tiny Dancer wieder am Start. Du siehst aus, als würdest du dich erholen. Das Gefängnis hat mich viel Substanz gekostet, aber bald kann ich wieder kämpfen. Wollen wir es hoffen. Wie steht's mit der Sicherheit? Ein Riesenchaos. Wir arbeiten hart daran, alles neu zu verkabeln. Musst du jetzt hier so bewaffnet rumstehen? Wir haben ja jetzt eh nur unsere Leute mit auf dem Schiff, oder? Hallo? Ah. Agent Romanoff? Wie geht es Ihnen? Sie erholen sich. Sie haben viel durchgemacht. Danke, dass Sie gefunden haben. Sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen. Einige dabei mit fancy Kopfbedeckung. Oh, Kamala hat immer noch was. Hey, du hast doch jetzt einige Zeit mit Bruce verbracht. Denkst du, er ist bereit für den Plausch mit Monica? Er ist ein bisschen nervös. Aber ich glaube, er kriegt das hin. Ich werde ihn dennoch ein wenig motivieren. Ja, gute Idee. Bei mir würde das funktionieren. Bruce soll Monica verhören? Alles klar. Das könnte ja spaßig werden. Das war sie, ja. War richtig. Wer hat noch so einen Punkt? Gar keiner mehr. Ne? Was hängt denn hier dran? I'm not improperly saving the world. Aha. Weil sie nicht gerade zu Hause ist. Ja, gehen wir jetzt aber nicht rein. Noch eine Akte. Monikas Labor, das letzte Ding. Dann haben wir jetzt den Satz voll von Monikas Labor. Vielleicht wichtig, um sie zu verhören, dass wir alles über sie wissen. Nee, doch noch nicht fertig. 6 von 7? Aha, dann fehlt hier unten noch einer. Toll, ist sogar kein Slot mehr da. So, hier hinten. Private Forschung, neue Daten, nö. Das ist immer so. Diagnose. Das ist neu. Ich weiß genügend über Psychiatrie und menschliches Verhalten, um meine eigenen mentalpathologischen Zustände zu diagnostizieren und zu kategorisieren. Verrückte. Ich bin nicht verblendet. Ich weiß, dass Chemie meinen Geist schwächen kann und ich die Verantwortung für seine Instandhaltung übernehmen muss. Um die Möglichkeit eigener Voreingenommenheit auszuschließen, habe ich einmal die beste Psychologin engagiert, die ich finden konnte, und ihr uneingeschränkten Zugriff gewährt. Sie war zutiefst verstört, das war klar. Aber sie hat es gut verborgen. Es war Zeitverschwendung. Sie weigerte sich zu akzeptieren, dass ich nicht infolge eines Traumas zu dem geworden bin, was ich bin. Sie brauchte unbedingt eine Antwort, eine klare Ursache für meine Kontrollsucht. Eine Reaktion auf einen Stimulus. Die wahre Antwort machte ihr natürlich zu viel Angst, um sie auch nur zu erwägen. Ich bin ein Schatten ohne Lichtquelle. Mich hat kein Trauma gemacht. Ich habe mich gemacht. Wie hätte ich in meiner Position, mit meinen Ressourcen und Fähigkeiten, nicht tun können, was ich getan habe? Es wäre eine Verleugnung der Verantwortung gegenüber meiner Spezies gewesen. Ich habe sie anschließend töten lassen, wie ich es immer vorgehabt hatte. Alles klar. Wie verrückt. Die ist ganz schön gestört, die Frau. Da hat sich ja der gute Bruce eine richtig gute Freundin damals geangelt, ey. Menschenkenntnis war bei ihm auch mal besser. Hier waren Zeichen, deswegen gehe ich mal kurz hier rein. Tonys Kabine, aber warum können wir hier rein und warum war das angezeigt? Hier ist ja nix. Toll, ich dachte, das wäre wichtig.
Wenn eine Markierung dran ist, heißt es für mich immer, dass es wichtig ist. War es aber nicht. Was ist mit den Nachschubabwürfen? Ah, jetzt bin ich hier oben. Okay. Ich wollte nach unten. Blödes Schiff. Dass man von da oben nicht nach unten gehen kann. Doch, geht. Man kann da doch rechts runter, ne? Hätte ich auch da, glaube ich, lang gehen können. Egal. Schiff ist zu voll. Haut mal alle ab hier. Okay. Ja, salutier. Black Widow ist auf dem Deck. Und auch sie geht natürlich nochmal zu Caps Schild. Melden Sie sich, wenn sich was ändert. Ich kann nicht glauben, dass du nicht hier bist. Wir könnten dich wirklich brauchen, Cap. Der kommt sicher noch. So, ich glaube, hier oben die Kiste ist auch Wie wieder erschienen. Mit den Konsolen? Nö. Ah, jetzt ist hier auch offen? Hier war sonst immer verschlossen. Jetzt können wir bei beiden Seiten runtergehen. Sonst stand hier eine Kiste, die ich mit den anderen Charakteren auch öffnen könnte. Die stehen die woanders. Da, mit Bruce wollte ich nämlich noch quatschen. Geht nicht. Will er nicht. Er ist wahrscheinlich noch angespannt, weil er sich ja mit Monica unterhalten soll. Guck mal, die Sonne. So, bessere Ausrüstung soll ich also anlegen. L2 gedrückt halten. So, habe ich. Wie die hier rumsitzen, ey. Ach so. Wie ist ihr Status? Hätte ich aber wenigstens direkt an die Scheibe setzen können. Damit die mehr sehen. Tony! Besprechung, ich bin pünktlich. Okay, Tony. Wir müssen der Welt zeigen, was AIM vorhat. Und ich habe die perfekte Gelegenheit dazu. Das AIM-Erlebnis in Manhattan. Die Vorstellung von Tarltons neuen Adaptoids. Alle Networks werden da sein. Ich denke, das wäre der perfekte Ort, dass ein paar Dutzend Inhumans plötzlich wieder auftauchen. Wir müssen aber vorsichtig sein. AIM wird die Wahrheit begraben und lieber alle Gefangenen töten, als aufzufliegen. Wir brauchen die Position des Labors, um es abzuriegeln. Ein Glück, dass du Tarltons Stellvertreterin geschnappt hast. Wenn jemand sie zum Reden bringt, dann Bruce. Er hat sich bereits freiwillig gemeldet. Nicht schlecht, Tony. Dann runter zum Verhörraum. Ich sage Bruce Bescheid, dass es losgeht. Miss Romanoff, Dr. Pym möchte möglichst bald am Einsatztisch mit Ihnen sprechen. Dr. Pym? Ich denke, ich soll jetzt mit Bruce reden. Dr. Pym am Einsatztisch. Muss ich den Rechner anklicken oder was? Gruppe 3, wie ist Ihr Status? Geh noch einmal zu Bruce. Nein. Dr. Pym hat doch bestimmt jetzt wieder nur eine bestimmte langweilige Nebenaufgabe, oder? Das Problem ist, wenn die Avengers jetzt losziehen nach Manhattan, ne? Und wollen AIM da zur Rede stellen und sowas, dann ist es ganz wichtig, dass sie nicht einfach angreifen mit den Inhumans zusammen, sonst würde das als Akt des Angriffes auf die Bevölkerung so wirken. Es ist wichtig, dass AIM den ersten Kampfschritt macht, um zu zeigen, dass die anfangen hier rumzukämpfen und so. Schwierige Situation, um in der Bevölkerung wieder besser dazustehen. Du hast ein paar alte Freunde aufgelesen. Oh, du meinst die Leute von S.H.I.E.L.D.? Ja, Maria bringt ihre Band wieder zusammen. Sie hat uns Leute für die kritischen Systeme geliehen. Freut mich, dass Commander Hill immer noch für das Gute kämpft. Hill war immer eine Gute. Okay, gucken wir mal, was Pym will. Grüße vom Ameisenhügel. Natascha, danke für deine Hilfe im Gefängnis von AIM. Und für alles, was du als Tiny Dancer getan hast. Ich hatte mich schon gefragt, wer unser Schutzengel war. Jederzeit, Hank. Manchmal muss man sich eben die Hände schmutzig machen. Stimmt. Und wie habt ihr die Chimera online und in die Luft gebracht? Ganz ohne Terrigen? Die Chimera hat die gleichen Standardtriebwerke wie ältere Helicarrier. Sie ist praktisch ein Hybridauto. Nur viel cooler. Das hier ist doch nicht bloß ein Dankesanruf, oder, Doktor? Schuldig im Sinne der Anklage. Wir haben deine Daten aus dem Gefängnis analysiert. AIM konnte die meisten Inhumans erfolgreich verlegen. Ich habe das Schiff verfolgt, aber jemand muss sich darum kümmern. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Danke. Missionsdaten wurden auf euren Einsatztisch hochgeladen. Pym Ende. Ich dachte, jetzt kommt die Verhörding. Willkommen zurück auf der Chimera. Ich habe Infos über die potenziellen AIM-Überläufer, die Sie mir in Ihrer Zeit als Tiny Dancer gemeldet haben. Okay. Ich habe eine Position auf dem Einsatztisch markiert, die Sie interessieren dürfte. Danke, Jarvis.
Es ist schön, dass du wieder die Missionsdetails für mich verwaltest. Wie in alten Zeiten, so heißt es doch. Okay, neuer Held verfügbar, kennen wir. Da, Verhör, Angst, nee, nachsehen, ob Bruce zum Gespräch mit Monica bereit ist, ist die nächste Aufgabe. Ikonische Missionen sind jetzt verfügbar, ja, die sind ja sowieso langweilig. Wir haben Landeerlaubnis. Ich übergebe so, Bruce, zum dritten Mal. Jetzt ist er fertig. Genießt du die Aussicht? Nicht genug, um mich von dem abzulenken, was mich unten erwartet. Aber ich bin bereit. Ich muss es wohl sein. Okay, ich bereite jetzt den Verhörraum für dich vor. Wenn du reden willst, benutzt den Funk. Danke, Ned. Ich muss nur über einige Dinge nachdenken. Gut, aber denk nicht zu viel nach. Oh, okay. Hey, Ned. Zum Roy Hangar hat gehen. Ja alle erforderlichen Energiekerne zur Chimera gebracht und ich dachte mir, er könnte bleiben und euch bei der Ausstattung helfen. Wir können einen anderen Aimbot umbauen, der seinen Platz hier im Ameisenhügel einnimmt. Hey, Ned. Ich werde gleich mit Monica reden. Sie wird versuchen, dich zu manipulieren. Das weißt du, oder? Ich kenne Monica gut. Nein, tust du nicht. Es gibt 1000 Monikas. Sie wechselt sie wie Masken, wenn sie muss. Ja. Hör mal, ich sage nur, wenn du mit Erwartungen reingehst, wird sie dich überrumpeln. Okay. Darf ich jetzt da rein? Ja. Ich muss den hier nämlich anquatschen, damit ich zum Hangar darf. Alle Ausgänge gesichert? Ja, Agent Romanoff. Gut. Öffnen Sie die Luftschleuse für mich. Und danach nur noch für Dr. Banner. Ist das klar? Ja, Ma'am. Leite Luftschleusen-Override-Protokoll ein. Luftschleusen-Override? Wo haben du Sie die denn eingesperrt? Monica gearbeitet. Ziemlich lange. Echt? Sie hat sich verändert, oder? Nein, ich glaube nicht, dass sie jemals Gefühle für dich hatte. Aber falls ich mich irre und sie echte Gefühle zeigt, nutze sie aus. Das ist dein Druckmittel. Ich habe deine brutale Offenheit immer geschätzt, Ned. Du schaffst das, Bruce. Nein, du musst es schaffen. Wir müssen die gefangenen Inhumans finden, bevor wir AIM die Party verderben. Ich glaube, die hat niemanden geliebt bisher. Vielleicht sich selbst ein wenig, aber sonst ist das einfach eine eiskalte Psychopathin, die Frau, ey. Oh, hier drüben! Gerade wenn man auch ihre Aufzeichnung jetzt alle gehört hat. Alter, wie kacke sieht denn das aus? Also sorry, wenn ich das gerade mal so sage. Aber was ist denn das für ein Matsch-Hintergrund da? Als hätte da irgendjemand hingereiert und die Chimera schwebt einfach über der Kotze. Das ist ja nix. Soll das Wolken sein? Soll das Fußboden sein und irgendwas Grünes? Oder ist das einfach... Bäh. Das hätte man vielleicht auch mal schöner machen können da unten. Wenn man schon mal so... guck mal, du fliegst hoch in der Luft und denkst so, ey, du müsst bestimmt eine geile Aussicht haben, wenn du mit so einem Teil über die Welt fliegst. Und dann ist da einfach nur... das da. So. Sorry für meine Ausdrucksweise. Muss ja mal sagen, oder? So, hier ist doch nur der Harm-Dingsbums. Ist jetzt hier im VR-Raum eingesperrt. Wie viele Wachen hier rumstehen, ey? So, Mr. Psychiater. Sieht aus wie ein Psychiater, so ein Pflegeangestellter mit seinen weißen Klamotten. Ist die Gefangene sicher? Der Raum wurde für einen Halt gebaut. Sie geht nirgendwo hin. Okay. Gut. Übrigens, niemand außer Dr. Banner darf passieren. Verstanden. Immer haben diese Helicarrier einen Schutzraum oder so, wo man den Hulk einsperren könnte. für den Fall der Fälle. Wie in Avengers, im ersten Film. Okay. Kamala. Sind wir jetzt bereit? Tony. Wie seid ihr denn an mir vorbeigeschlichen, um früher hier zu sein? Aber wir sind bereit. Wir können uns jetzt angucken. Ah, das ist sogar die gleiche Zelle, die dann runterfällt. Wie in Avengers 1. Könnt ihr euch an den Film erinnern? Wo Loki dann eingesperrt war. Und der hat ja dann getrickst und dann war Thor da drin. Dann ist das Ding runtergefallen und stürzt dann 30.000 Meter in die Tiefe. Mit den Halterungen. Die
Hulk-Zelle. Meinst du, Bruce kann aus Monica Informationen rausholen? Ja. Ich denke, er ist bereit. Wir müssen Taltons Labor finden. Hoffentlich hast du recht. Dieses kleine Gespräch kann katastrophal enden. Deshalb findet es ja auch im Laufstall des Großen statt. Laufstall. So, sie hat nichts zu sagen, aber möchte sich das natürlich mit anhören, die Kamala. Los geht's. Kriegst du hin, Bruce? Lass dich nicht verunsichern. Könnte und interessant werden. Und sie haben seit den Anhörungen nicht miteinander gesprochen. Schafft er das? Wäre besser. Wenn wir Taltons kleine Party aufmischen, wird er wieder aufräumen. Das AIM-Erlebnis. Wirklich kein guter Name. Naja, wir müssen wissen, wo dieses Labor ist. Hunderte Inhumans stehen auf dem Spiel. Also Tiny Dancer, hä? Lass mich raten, du hättest Rocketman genommen. Ach bitte, ganz kalt. Du bist meine Candle in the Wind. Die Show geht gleich los. Hoffen wir, dass keine emotionalen Ausbrüche kommen von Bruce' Seite aus. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Die triumphale Rückkehr der Avengers. Freiheitsberaubung und Folter? Macht AIM die Welt so zu einem besseren Ort? Bitte. Ebola, die Pocken, Kinderlähmung wären ohne Laborratten tödlich. Inhumans sind nicht krank, Monica. Du nimmst dir nur ihre Kräfte für deine kleinen Roboter. Roboter mit sehr komplexer KI. Dazu fähig, die effektivste Nutzung ihrer Kräfte zu berechnen. Bei nur minimalen Humanverlusten. Wo ist das Labor, Monica? Du kannst Terrigen nachbauen, klar. Aber das wird katastrophal enden und das weißt du. Du warst am A-Day da und weißt, wenn wir das nochmal machen, werden wir nicht nur die Inhumans gefährden, sondern uns alle. Wenn ich mich recht erinnere, war der A-Day deine Schuld. Verdammt! Wir brauchen einen stabileren Tisch. Tja, einige Dinge ändern sich wohl nie. Du siehst alles als Experiment an, oder? Tatsächlich. Talton, Inhumans. Mich. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Du hast Opfer gebracht? Welche denn? Dass du deine Psychologin umbringen musstest? Wir müssen das Labor finden. Jarvis? Sensoren melden ankommende AIM-Truppen. Natürlich. Talton will seine Komplizin holen. Ned, Quinjet? Kannst du Gedanken lesen? Du kommst mit mir. Okay. Hey, also, du passt auf dich auf, ja? Nur wenn du es auch tust. Kamala, los! Jetzt sind wir wieder Kamala? Oh, ich wollte Black Widow spielen. AIM darf nicht verhindern, dass wir diese Inhumans der Presse vorstellen. Ich vermute, Georgie Boy ist an uns dran. Ich glaube, du hast recht, Tony. Ein Bataillon von Flugschiffen ist unterwegs. Bruce? Code Grün? Moment. Gib mir eine Sekunde, okay? Code Grün hat Ladehemmung. Iron Man folgen, ja. Sie scheinen Dr. Rappaccini zurückholen zu wollen. Jarvis, behalte unseren Gast im Auge. Die sind schon da. Die ist gerissen? Achso, Monica. Ja, die ist gerissen. Ganz schön böse. Oh, da sehen wir die lila Kraft von Taunton. Kamala!
Los! Weil der ja auch seine ganzen Einheiten aus der Ferne steuern kann. Na gut, Leute, der Angriff steht bevor. AIM möchte Monika hier rausholen. Mal gucken, ob wir den Angriff abwehren können. Mal gucken, ob ich noch irgendwie... Ja, jetzt Kamala spielen muss oder vielleicht den Charakter wechseln kann. Ich würde nämlich noch gerne mit Black Widow ein bisschen weiterspielen, weil mir das Gameplay mit ihr echt gut gefallen hat. Okay, heute gab es mal wieder eine Geschichtsstunde hier, ein bisschen Story, ein paar Unterlagen und so, ein bisschen auf der Kamera mit Black Widow umgesehen. War ganz cool. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Das Verhör war interessant. Auch die grünen Augen dann von Bruce während des Verhörs war, ja, ganz nett. Ganz nett. Also, aber naja, die Aussicht war halt nicht so geil, ne? So. Also, bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst immer noch gerne einen Daumen nach oben da für eine Unterstützung. Da freue ich mich immer drüber und es hilft auch den Videos und dem Kanal weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao.